Aber der Maiga wird natürlich wieder rummeckern, dass sie nicht geschichtlich korrekt sind, weil es keine Haie im Spiel gibt. Genau, warum? Also wenn ich jetzt untergehe heute, will ich Haie ringsrum sehen. Wenn es das nicht ist, dann hier, das gibt's ja nicht, dann aber hier. So was von. So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play World of Warships mit mir, dem Michael Cooper und natürlich mit dem Captain T.A. Hola. Und den alten Deckschrubber Sir Maxon. Moin. Und heute sind wir in Feierlaune, denn wir haben hier ein amerikanisches Event. Es gibt neue Schiffe, aber leider aus dreckigen, hinterhältigen, kapitalistischen Gründen sind natürlich die Schiffe, die im Schlachtbaum fehlen, nicht mit drinnen, sondern nur irgendwelche gemalten Scheißdinger. Es tut mir leid. Die schönen Schlachtis. Oh, ja. A new piss on the side of the board. So, das regt mich jetzt auf. Finde ich kacke. Da kann ich auch noch auf meine schöne Dörflinger 12 Jahre warten. So, egal. Deswegen spielen wir heute mit den Amerikanern und wir fangen mal ein bisschen, ne, nicht ganz so groß, mittelmäßig Tier an. Haben wir ja lange nicht mehr gezockt hier. Mit der Stufe 7, ja, wie ihr seht. Ich nehme die Indianapolis und was nehmt ihr? Die Boys und die Florida. Das sieht doch gut aus. Ich klicke mal auf bereit. Hallo, Mike. Ja. Die Good Boys. Die Good Boys. Good Boys, Good Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Trinkt man damit den Kaffee oder wie ist das? Ich weiß ja nicht, was du machst. Ja, mit den Good Boys. Die Bad Boys sind ja, ne? Das sind ja die Bad Boys. Aber die Good Boys? Lädt man die zum Kaffee ein oder was? Ne, die sind langweilig, das weißt du. Ja, deswegen. Ja. Die Good Boys werden immer in die Friendzone geschoben. Achso, die werden in die Friendzone. In die Friendzone. Alles klar, ITH. Da muss er mal erzählen. Kennst du dich aus, oder was? Oh ja. Oh ja. So, TH, darf ich dich jetzt immer in die Friendzone schieben, aber zwischen mir und den Gegner, damit du die Kugeln abfangen kannst? Dort bist du eh immer, oder nicht? Öfters. So, ich hab die Indie. Was war das Besondere an der Indie, TH? Nee, Max, weißt du's? Auf den Captain an? Geschichtlich. Keine Ahnung, ich bin nicht so alt wie ihr. Jetzt ist er der Fresh, der Jung. Der hat Teile der Fatboy nicht, wie hieß er? Little Man? Jedenfalls Fatboy. Die mit dem Kanonenprinzip, Atombombenteil. Tja, hat es transportiert. Genau. Deswegen ein geschichtsträchtiges Schiffle und deswegen habe ich sie auch in mein Hevele. Gell? Und man darf nicht vergessen, die über die Hälfte von der Crew wurde von Haien gefressen. Stimmt! So, geschichtliche Tatsache. Schnappi. Auch erwähnt in dem Klassiker der Weiße Hai. Ja, Jaws, ja. Jaws. Aber der Maiga wird natürlich wieder rummeckern, dass sie nicht geschichtlich korrekt sind, weil es keine Haie im Spiel gibt. Genau, warum? Also wenn ich jetzt untergehe heute, will ich Haie ringsrum sehen. Wenn es das nicht ist, dann hier, das gibt's ja nicht, dann aber hier. So was von. Ihr könnt im nächsten Gefecht nicht antreten. Eure Crew wurde von Haien gefressen. Genau. So, da haben wir doch was, da haben wir doch wie was, HE. Warum hab ich HE geladen? Hä? Die Mucke klingt aber auch gerade wie weißer HE. Erster Schuss und gut gezielt. Oh, nun fängt er mal so schlecht an. Jeder wird langsamer. Na? Ja, Zita! Wer zieht denn da in der Zita zieht? Wer zieht das wohl an?
Oh, unser Zerstörer ist gerade huschi in die Busche gegangen. Huschi huschi an. Ja, ist glaube ich nur was kaputt gegangen. Max, koordinieren, wo machst du lang? Ich will die Werbung nicht. Alles gleich. Wir haben da eine Kolle. Muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Oh, ich bin gehackt. Gehackt? Also entdeckt, wollte ich damit sagen. Oh, ich hab Radar, Alter, Radar ist hier irgendwo. Ich hab's, glaube ich, schon gar nicht aufgepasst. Okay, zwei von den Zerstörern sind schon weg. Das hab ich ganz vergessen. Da ist, Achtung, Zerstörer, Zerstörer. Jo. Scheiße, ich dachte, der lenkt ein. Ah, oh, der ist schon weg, gut. Da war sie weg. Yes. Schön. Der Beuse ist ja auch besonders. Ja, die hat, mit der Beuse musst du näher ran. Ja, das auch. Nicht nur das, ich hab ja sogar Heal. Ah, hast du Heal als leichter Kreuzer? Ich hab Heal. Ja. Krass, du Mord. Ja, das sind die Beuse und... Digga, können wir nicht den Colorado abfangen? Ich will ja nicht mit der Colorado punchen, hab ich den Lust drauf. Scheiße, dass wir keine Torps haben. Weil hier drüben kommt noch eine Eye und Duke, ein Oktober. Ja, gut. Das ist mir viel zu viel freie Fläche. Ich muss auf 13 Kilometer ranfahren. Ja, stimmt. Das ist bei dir ein bisschen fies. Ich hab keine Reichweite. Ja, dann lad schon mal um wieder auf Brandl. Auf die Brandl-Fliege. Nee, die Boys. Film den Zeitraum. Auftragsschiff, du konntest dir doch für ein paar Euro konntest du dir so ein Auftrag. Ah, ja, ich glaube, ich will. Du musst Aufgaben machen und wenn du fertig warst, kommt. Hast du den Boys gekriegt? Und Nueve de Julio? Nueve de Julio, genau. Julio. Das ist ja dasselbe Schiff. Unter dem Namen Boise hat bei Namis gedient und wurde dann nach Argentinien verkauft. Und dann hat Iglesias getauft, oder was? Genau. Julio sozusagen. Genau. Julio, ich weiß was. Julio jetzt. Muss mich konzentrieren. Ah! Flachwitz. Egal. Wir sind wieder witzig heute. Ja, nein. Leute, wir hängen gerade Fisch auf dem Haufen, wisst ihr das? Okay, wer ist jetzt? Ich bin auf dem Haufen, ich bin hier vorne alleine. Nee. Ich bin genau in. Magst du leider in deinen Hintern streicheln quasi? Ruhig, Däbel. Ey, komm nirgendwo ran, ich will nur hier die freie Fläche fahren, ich will nicht leben. Ich komm nirgendwo ran, kennst du, wa? Torpedos. Ah, viel. Ich doch mal löschen. Fahr in der Bäuse, ich hab keine Lust auf Torpedos. Hier drüben ist eine Hatsu. Ja, ich sehe sie gerade. Ja, ficken. Aber das Gute ist, die Boise schmeißt er mit Molotov-Cocktails. Ja. Torpedowerfer kaputt. Bist du Colorado auf 10 Kilometer? Das ist doch keine Torpedos. Hm? Von der Dings. Hab ich gerade kaputt gemacht. Vom Störerzorn. Scheiße, ich hab Radar. Wie weit ist denn das? Was hat denn das für eine Weichreite? Scheiße, hab ich den Tisch wieder nie geguckt. Radar ist, glaube ich, 9 Kilometer oder sowas bei dir. Ja, ficken, Stück draus. Viere zielen auf mich. Oh, das sieht nie gut aus. Ja, du musst mal ein bisschen weg, oder? Komm mal lieber wieder ein bisschen mehr in der Mitte. Ja, ich komm schon. Ich wollte eigentlich eine Menge, die da rundherum fährt. Wow. Au. Komm auf die Nase. Ja. Wir können es hier nicht mit allen anlegen. Wir können es aufhalten, aber. Bist ein Ticken leise, Max? Kannst du was machen? Nee, ne? Ich kann gar nichts machen. Ja, alles klar. Wenn ich rede, kann ich ein bisschen näher ans Mikrofon gehen. Ja, so ist gut.
Aber ich würde jetzt Torb schmeißen, der ist so ungewohnt. Easy kommt durch. Easy traut sich. Easy schwenkt ein. Was? Bio? Wo ist hier in der Mitte? Das merkt er. 9:50 Uhr reingegangen. Aber keine Torpedos mehr da. Feueralarm! Schwein gehabt. Ja, ist das auch schon vorbei. Jo, die Ketten drüben. Wenn alles gut läuft. Au. Hab ich schon gedacht, sowas. Na komm schon. Komm da einfach mal just fun, weil das Game so okay vorbei ist, mal. Jo! Oh, jo! Ja, ich geh jetzt hier auf. Geh jetzt auf die Schiffchen drauf, ja. Ich muss erstmal kurz. Ich komm dann mit, zeig dich erstmal, weil die haben mich gerade erwischt hier. Es ist halt immer eine Kolo, eine Iron, ne? Das ist schon. Ich konnte ein bisschen ausweichen, aber. Ganz nett. Ich hoffe, bei New Mexico und die Nelson. In Britannien. Ich guck mal, ob ich da drüben aushelfen kann. Der New York, der York zum Beispiel, wenn er noch mitkäme. Es hat aber so gut wie alles in der Mitte. Ne? Oh, 40 Grad. Okay. Das hat gesessen. Gut. Oh, okay. Ich frag mich aber noch, wo die Hatsu ist. Ich bin nicht mehr offen. Ich im Moment auch nicht. Ja, sieht gut aus. Komm schon. Toll, immer 14.000, immer 950, das ist so ein Witz. So muss es sein. Die beiden Dings sind weg. Die Colorado gehe ich jetzt. Ich sehe doch nicht. Auf mich zieht. Zieht nicht mehr auf mich. Ich gehe mit auf die Kolle. Geil. Ui. Schön. Ich habe eine Insel gefunden, in der ich stehen kann. So. Yo. So, neun, die kriegen wir runter. 9 Nicht-Durchschläge auf der Colorado. Ich tue die bloß mit Weichbuttern, ehrlich gesagt. Obwohl, ich habe eigentlich schwere Dinger. Ich mache immer 9 Treffer. Aber keine Durchschläge. Alter, schwere Dinger. Könnt ihr eigentlich immer probieren, oder? Okay, ist da nicht funktioniert. Ich probier's mal. Ey, es brennt. Oh Gott, der will mich, scheiße. Gut, die Age, das können wir uns aber ranhalten, ne? Ich arbeite dran. Und dann ist gleich dran. Ja. Jo. Tabei, Aska müsste hier sein. So, irgendwas noch kaputt gemacht, sehr gut. Die Colorado brennt an. Ja, die ist weg, scheiße, warum hab ich geschossen? Warum hab ich geschossen? So, ich arbeite mich von außen vor, Jungs. Oh, da hinten ist der. Oh Gott, der Volutska, ja. Ich glaube, in eine komplett andere Richtung. Die sind alle auf die Britannien und die Gypsy konzentriert. Fuck, das sind hier wirklich bloß nur wir. Und Zerstörer. Ja. Ja,
das ist Zerstörers Problem. Die Schlachtschiffe wäre eigentlich kein Problem. Wo ist der? Ach, der ist da hinten, alles klar. Müsst ihr suchen. Ja, das war bei den Schlachtis. Siehst du das? Aber weil das ist immer bei sich, ja. Die Ismail brennt weg. Hier ist die Iron Duke. Die Top Ice Guy brennt auch schon zwischen. Nachdem sie gelöscht hat. Ja, die Ypsi haut die Hatsu noch ein bisschen runter. Herzlich, ne? So, Thomas, was machen wir jetzt am besten? Ich fahr jetzt rein. Ihr beide müsst nach links drehen und versuchen, die Revolution abzudecken. Alles klar. Im Idealfall. Ja, ne dann. Denk aber dran, dass die Hatsu noch da ist. Ja, die hat schon. Könnte mir eventuell gefährlich werden. Ah, sieht gut aus für uns. Ne? Das sieht noch relativ gut aus für uns. Wir haben alle drei, über drei Viertel noch unser Pulver. Ja, aber die zwei Schlachtschiffe, ja. Du musst dran denken, die Octava ist geil, die schießt mit guten 14 Kugeln. Ja, deswegen muss man jetzt zwei angreifen. Aber ein Glück haben wir die Edge. Er hat die Iron Duke wahrscheinlich halbiert. Die fährt ja auch schön Breitseite vor mir. Nicht so dämlich, ja. Noch zielt nicht zweites auf mich. Und dann hau sie runter. Schluss. Komm nicht ran. Ich will eigentlich auch nicht in die Mitte fahren. Ging jetzt nochmal 12 hinterher. Torpedos. Da hast du Dings, alles klar. Wir fahren alle in der Mitte. Ja, los, dann kommen wir hinterher. Außenrum hinterher. Ja, außenrum hinterher ist durch. Ich würde da eigentlich drauf schießen. Nee, nicht komplett außen, aber hinten eine Insel, fahr geradeaus quasi durch. Dass wir den quasi am Arsch sitzen. Ihr arbeitet jetzt an der Iron Duke weiter? Ja, wenn ich ankomme. Muss ich sehen, oder? Oh. Ah, ich hab's knapp verfehlt, sorry. Warte, ich könnte sie gleich. Der Iron Duke ist kein Problem. Jetzt kommt Torpedos, ich bin weg. Scheiße. Gefecht endet in 5. Was aber dauert? Ich hab Radar, ja. Schalte ein. 10.000 sind noch in die Dings reingegangen. So, jetzt ist eigentlich alles offen. Jawohl. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Die Revolutia müsste runterarbeiten. Wir sind in Führung, momentan läuft's. Ja, eigentlich nicht so große Kollegen. Ja. Wie viel Zeit ist noch? Wo ist ich denn jetzt so? 4 Minuten. Ja, 4 Minuten 90. Also nach hinten und kurz gucken, dass wir nicht gekappt werden. Dass genau. Sie nicht cappen, genau, alles klar, dann weg. Volle Kanüle. Du hast Radar. Sieh zu, dass dein Radar dann wieder abkommt. So dass du notfalls radaren kannst, wenn die Hatsu in den Käppel. Ja, ein bisschen, weil ich denke mir mal, dass die Top-Eis-Geier aus dem Umfeld. Gut, dann mache ich gerade runter, du machst. Sagen wir mal, halt dich dort hinter der Insel, dass du zur Not zum Cap zurückkommst. Ja, naja, ich will ballern, falls die versuchen zu cappen. Ja, du sollst ja nicht um die Insel herumgucken. Nimm einfach einen Gang bitte raus. Ja, ich wäre ein bisschen näher, umso näher spielen, umso besser können sie mich abballern. Ja, aber umso näher bist du, umso besser triffst du auch. Die haben ja Wumms dahinter. Ja, Natural mit kaum 200 HP. Ne, nicht der Natural, aber der Schlachter. Ganz nicht so weit weg. Und die Oktober ist noch nicht allzu schnell, außerdem ist sie reingefahren, würde ich sagen.
kannst aber hier hinter der Insel bleiben. Wenn Kubo aufmacht. So, wann? Da bleibe ich jetzt hier und gebe Gummi, wenn sie kommen, gell? Genau. Wie gesagt, 2 Minuten 20, 30 bis. Dürfen wir schaffen, ja. Ob die uns überraschen wollen und von irgendeiner anderen Seite kommen? Ne, die müssten schnell machen, wenn sie was reißen wollen. Erst mal mit dem Schiff und dann Großkaliber-Suppe. Der Bartger, ja, wenn sie Glück hat, ist sie jetzt in der Mitte angekommen. Ja, wie gesagt, 8,50 noch. Läuft. Geil, das ist auch schon geil, wie wir hier warten. Meine Kanonen sind ausgerichtet. Ich habe mal auf der Mitte, damit ich schnell hin und her schwenken kann. Und in dem Kamerastück raus sehe ich die Kanonen und höre das Rauschen am Bug. Spannung pur. In ihrer Position würde ich ja eigentlich was versuchen. Also, gewinnen können wir ja so. Ja. So. Genau, also ich würde voll drauf jetzt, scheiß drauf. Versuchen. Verlieren kannst du nicht jetzt. Ich hab's gar nicht geguckt, wie lange geht mein Radar? Ich wollte mal zum Schluss nochmal anmachen. Oh, Max, guck, da ist ein Delfin. Oh. Das ist ein Hai. Das ist ein Hai. Nee, die Haie schwimmen um die in den Nabel. Ja, stimmt. Nee, Max hat hier Delfine. Ah, süß. 2 oder 3. Ich bin entdeckt. Ah, also kommt die Akizuki raus. Warte, ich drück mal der Radi. Wo ist denn. Wenn du jetzt entdeckt bist. Hast du Radar? Ypsilon. Da ist er. Jo, Tabasca, ja, steht hinter der Insel. Bin aber hoch offen. Na, ja, du musst schießen auf die Hatu. Ja, ich hab's bis jetzt noch nicht gesehen. Für andere Leute geht das Radarschiff immer brutal. Ja, stimmt. Hast recht. Nochmal. Feuer. Gib's ihm. Feuer. Hau ihn um. Sauber. Versenkt. Die Revolution ist erst drüber. Jetzt zünd sie an. 60 Sekunden. Ja. Ach, die hat zwar aber einen riesen Umweg gefahren. Wo sind denn hingeguckt? Ja, Jungs, gut gespielt. Ja, haben wir strategisch gut. Also, das kannst du jetzt nicht sagen. Gelle? Das wurde mal wieder Schei. Ich habe mich geopfert. Ja, heldenhaft. Damit ihr in die Position fahren könnt. Nee, war ja gut. Dadurch wussten wir, wo die rumgurken. Gut zu, bist du der beste Angriff. das müssen wir uns merken. Ich mache Merch für uns. Ich will da jetzt so T-Shirt-Zeug machen. Dann kommt Max und dann mit Max ein Sprichwort. Rückzug ist der beste Angriff. Genau. Ja, ich bin immer deutsch. Ich bin immer. Oder wie war das? Nee, fremde Panzerung ist die beste Panzerung. Und was hatten wir mal gesagt? Genau. Die beste Panzerung ist nicht jeder. Genau, die beste Panzerung ist nicht die eigene. So. Ich muss mal ein bisschen nochmal die alten Videos durchgucken. Irgendwie hatten sie auch so einen richtig geilen Spruch dazu. Jo, also geht's jetzt weiter mit Tier 6. Mit Tier 6, genau. Und ich würde meine gute alte New Mexico, das waren die ersten Folgen, die ich mit der gemacht habe. Bin ich ja mal gespannt hier wieder. Wir sind sozusagen neu in Mexiko. Genau. Oder wir wollen mal das Uvel in Rosso besuchen. Das Ufo in Roswell? Genau, so rum. Ich hab's bloß wieder durcheinander gehauen, die Konsonanten. Da kannst du Mulder und Scully Bescheid sagen. Ja, die kommen mit jetzt. Ach, die warten schon dort. Ich spiele so. Es ist immer gut, wenn du Lebenspunkte einbringst. Vor allen Dingen nicht, wenn es deine eigenen sind. Ja, sowas war das. Ich muss nochmal gucken. Das müssen wir auf dem T-Shirt machen, das ist geil. Das ist cool. So, wie schaut's denn aus? Wir sind natürlich heute hemmungslos Lot hier. Ja, okay. Gegen 98, einmal frei. Und Trägerflugzeuge. Und wir fahren mit gefühlten gar nicht. Gefühlt gar nicht.
Und natürlich dieses Level. So, ich würde sagen, wir fahren nach Steuerbord, hä? Ich würde sagen, wir fahren dorthin, wo es am weitesten entfernt ist, dass wir noch ganz lange dafür brauchen. Genau. Oder einfach, wir geben einmal bloß die Hälfte an Gas, fertig. Genau, da habe ich sowieso bloß. Ich fahre nicht noch. Mein Antrieb ist kaputt, mir ist eine Schraube abgefallen. Ich finde meine Schraube nicht. Kannst du reinschreiben. Ich finde die Schraube, ja, nee, wa? Die Dallas und... Meine Schraube ist reingefallen. Welche Motor? Meine Schraube ist ins Wasser gefallen. Die ist ganz nass, die muss ich erstmal trocken machen. Genau, sowas. Sowas von, das gibt's ja nie. Die wird es liebevoll trocken geföhnt. Ja. Hier ist Ihre Rechnung. Rechnung für einen Anker und eine Schraube. Wie kriegt man denn eine Schutzschraube kaputt, indem man den Anker draufhalten lässt? Kann passieren. Wie schafft man es, den Anker auf eine Schraube fallen zu lassen? Tja, keine Ahnung. Wenn es nicht die eigene ist. Okay. Oder du hast halt Schiff verkehrt umgebaut. Also, oben und also unten. Es gibt Schiffe mit Schraubenform. Ja, gibt's. Das sind diese. Die. Auf der Seite. Ein Eisbrecher. Genau, Eisbrecher. Die haben teilweise auch Schraubenform. Oh Gott, Flugzeuge. Flugzeuge in meinem Bauch. Gib mir mal ein. Gib mir mal eine Flak zurück. Du brauchst meine Mumpel nicht. Was? Flachhack nicht. Flachhack nicht. Arizona, ja. Arizona. Na? Alles klar. Der Max will wieder in den Westen. Der TH war schon immer da. Nee. Das wäre ich vehement von mir. Eisen. Westen? Im Westen gibst du nicht. Im Westen nichts Neues, ne? Alles klar. Nur Wessis. Nur Wespen. So, sehe ich denn was? Ich habe ein Weichreitenflugzeug, fällt mir gerade ein. Jetzt habe ich es gerade richtig gesagt und dann wieder mich falsch korrigiert. Wie geil ist das denn? Na, wo ist es denn hin? Er tut sein Flugzeug eben gerne weich reiten, das ist immer so. Ich bin halt gefühlvoll, Mann. Wenn es so ist. Doch schön. Geschwindigkeit nicht einschätzen, weil ich gerade denke. Doch schnell? Gar nicht schnell. Geil, das war eh schießen. Au! Nochmal! Nö! Gibt's ja. Der hat's auch mal verdient. Nee, ich treffe da nicht. Ich hab die Huang-E richtig gut getroffen. Hab aber leider mit Falle geschossen. Nee, Ship detected. Okay. Nischt dir getroffen. Nischt. Wir werden verlieren. Au, welche Kackpratzen du, die Arschkrampen-Dings. Ich triff nicht. Ich komm mit den kurzen Rohren nicht lang. Du hast gerade mal 1600 Schaden gerichtet und regst dich auf. Gerade zu meinem Lack, Mann. Das ist quasi ein Oldtimer. Ja, wer der fährt, oder? Der ist so kurz aus. Ne, das sieht doch besser aus, wenigstens. Tschüss, die Thomas? Das kriegt eine Rische. Blub. Er hat zu viel Spinat gegessen. Mit dem Blub. Was Not, dass die Explosion. Au. Max, pass auf. Jetzt tun sie dir am Lack kratzen. Ich hab für euch die Torpedos gefangen. Ist so lepp von dir. Jetzt bloß am Lack kratzen und uns warten. Weil die anderen kommen nämlich zu euch, du musst doch. Ah, okay, ist das weg. Tja, so spät schon. Ach, Mensch!
Das ist ja hier. Aber. Na, schau mal, einer guckt nicht schlecht. Schau mal, einer schielt nicht schlecht. Schiel aufs Geschlecht, was? Maximal verstehe ich wirklich schlecht. Ja, ich komme auch. Ich komme nicht an die Trendo ran. Da ist die Trendo-Breitzeit und ich komme nicht ran an die Trendo. Willst du hier in der Stube auf der Couch sitzen und zocken oder was? Nimm mal geil, im Bad. Jetzt muss ich mich an die Weihschreide gewöhnen. Das sieht aber nie gut aus für uns, ehrlich gesagt. Das hab ich dir sofort schon prophezeit. Ja, das sagst du ja immer. Du bist immer so ein Dramatik-Typ. Nee, klar, immer. Ah, ich bin gleich tot. Ah, ich bin gleich weg. Also mindestens in ca. 50% der Fälle habe ich recht. Sagt er, der nach 1600 Schaden gleich Alarmstufe ganz schwarz ausruft? Das war ja der Gag. Das bin ich ja eigentlich, der immer sagt, Kacke, ich bin tot. Alarmstufe ganz schwarz. Alarmstufe Deep Black. Genau. Deep Lucy wahrscheinlich. Deep Lucy? Die See wird tief unter dir und blau. Sehe ich. Minus. Ah! So, sag doch mal hier was. Ah, nimm deinen prallen Hinterrüber, Süße. Danke. Das sind die kleinen Torpedos, die machen keinen Schaden. Au. Alter, es war gerade ein geiles Geräusch. Da ist eine Mumpel abgeprallt und hast du so boing gemacht. Hat dein Kopf getroffen oder was? Ich bin ein Terminator. Aber hat den Kopf getroffen. Na, wenigstens ist es nicht aus Holz. Jetzt sind wir raus. Das wird. Ja. Ne? Zeig ich gar nicht mehr. Das war. Boah, Hugo Hugo, voll spielen. Ja, das ist echt ein gutes Spiel mal wieder und dann. Da muss wieder irgendwelche Scheiße kommen. Gelle? Da war es ja ausgeglichen. Endlich war ein Videobeweis, dass der TH auch mal schlecht spielen kann. Der steht nämlich fast ganz unten. Schön. Ja, das kann passieren, mein Gott. Der Tipps auch mal, gell? Am besten tust du jetzt noch einen roten Arm drum ziehen. Dann hängen wir uns auf irgendwo. Warte, ich hab noch Platz. Ja. So. Naja, da sind wir doch mal. Ja, ich dachte eigentlich gerade die gute Runde mit der New Mexico, aber. Ihr wisst, war auch drei Lob in einem Spiel, war nicht zu vergessen. Ach Gott. Max, warum hast du das wieder angefangen? Ja, warum hast du zu sehr drauf rumgeritten? Hättest du ihn einfach genießen können? Innerhalb von 3 Sekunden wird er gewonnen in dem Spiel. Nach Ende des Spiels, sie wurden gelobt. Ja, sie wurden gelobt. Bist aber schön abgefackelt, du. Oh, das war aber schön. Das musst du lassen, ne? Das musst du lassen, weißt du? So, ne? Da war es jetzt mal wieder. Ja, von der Länge, von der Zeit her sind wir eigentlich ganz gut. Ein gutes Spiel und ein. Ja. Ein fixes. Von der Länge her ja, von der Zeit nur ja. Ging so. Naja, damit würde ich sagen, sagte Mike Kuba, ciao. Jetzt stütze ich auch verabscheuen. Naja. Schöne Ausfahrt und was auch immer. Und damit, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Max, was sollen sie da machen? Ja, okay, ja, ein Lötchen spielen. Richtig. Und hier, wenn es euch nicht gefallen hat, was dann? Rausschneiden. Englische Übersetzung natürlich. Tschüss.